Was? Nein, nein, nicht der Charakter. Ich hab mich erst vor was anderem erschrocken und dann bin ich dir in die Arme gerannt. Was war das denn? Es klang so, als wenn jemand jetzt genau hinter mir ist. Deswegen bin ich einfach losgegangen und dann kam so ein Hexenlachen. So dieses krass. Und dann bin ich losgerannt und dann sitzt sie da um die Ecke. Das war nicht besser. Das war der Geist von Shinko. Komm, gib mir doch jetzt Licht. Gib mir doch jetzt Licht. Gib mir doch jetzt Licht. Genau, Mama. Eigentlich steht Shinko gerade hinter Dalu im Zimmer. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte. Ah! Das war sie nicht. Krebs, gib mir was. Ich hab einen Schlüssel. Jetzt. Ich hab einen Schlüssel. Du kannst das von mir mal bekommen, ne? Ja. Kannst du dir aber mal eine Leiche klauen? Ich bin Priester, die flittert man nicht. Und Werwolf höre ich auch. Oh, Entschuldigung, das war ich. Nein. Oh nein, jetzt hat er mich wieder teleportiert. Wie unfair ist das denn? Ja, aber vielleicht war es ja ganz gut, weil ich hab dich nie gesehen. Ich darf mich nicht. Das Problem ist, ich darf mich nicht mehr auf den Monitor konzentrieren ab jetzt. Weil ja, jetzt. Weil jetzt kommen gleich die Jumpscares. Und das sind die richtig miesen. Da habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich. Ich guck so nur halb hin, weil ich will es einfach nicht sehen. Manus, kennst du dieses alte Spiel Maze? Hieß das Maze? Nee, sagt mir nix. Wo dann einmal dieser fette Kopf los auf einmal mitten beim Spielen war, auf deinem Bildschirm einfach so mit dem lauten Schrei. Es geht los, es geht los. Das hast du hier auch. Es geht los. Ich bin ja. Ja, ich Machst du denn bei Chico? Oh, WSAD geht nicht mehr. Ich kann nur noch W drücken jetzt. Jetzt ist das Licht auch noch aus. Hallo? Jetzt ist das Licht ganz aus. Jetzt ist alles schwarz. Und ich höre. Jetzt habe ich nachher einen verstörten Menschen im Bett neben mir liegen. Juhu! Wo bist du denn? Vielleicht kommt ja ein Jumpscare. Ich kann dir schon riechen. Du musst ja ganz in der Nähe sein. Ich glaube auch. Manus. Du kennst mich nicht. Das Problem ist, die Jumpscares sind schlimmer als du. Er hat mich wieder geteleportet, das ist aber auch fies. Teleportieren! Was die langsam. Alter Schwede. Ja, aber das ist, ich mag das, das ist so super creepy, so wenn du vor ihm erscheinst. Also, schon ganz schön mies, wenn du dann auf einmal genau vor mir stehst. Vor allem, wenn du in einer Sackgasse stehst und die kommt ganz langsam auf dich zu. Du kannst einfach nur nichts machen. Das wäre das Hexenlachen. Ich war's nicht, ich schwöre. Ach, keine Energie, ey, das gibt's ja gar nicht. Wie man auch, gerade in dieser blöden Situation, sag ich einfach mal, aufhört, irgendwie systematisch dieses Ding abzusuchen. So. Ja. Voll dumm. Kann ich mir vorstellen. Ich laufe hier, ich bin schon 100 Mal an denselben Orten gewesen. Ja, ich glaube, das war's. Ich will dich haben. Ja, ich kann ja auch an nichts anderes sterben. Das andere hält mich ja nur auf. Jetzt geh doch auf! Hier könnte auch noch ein Schlüssel liegen. Als wir den Testlauf. Oh! Den Testlauf gemacht haben. Haben wir. Was war das? Was? Oh, nein. Aber das gibt's doch gar nicht. Nein. Wo bist denn du? Bist du unsichtbar? Oh nein, er sammelt Rage. Oh nein. Ich tanze dich aus, komm. Du weißt gar nicht, wie schnell ich gleich bin. Nee, bist du. Wo ist er? Ja, hat sich doch noch ein Billardtisch versteckt. Ich hab schon am Nacken gehabt. Oh, ich das weiß. Das gibt's doch gar nicht. Das war ganz schön. Das war ein Schocker, sag ich dir, Emma.
Also, ich würde echt mal interessieren, wie das so aussieht, wenn die auf einmal losgehen. Ja, nicht schön. Krass. Vertraut mir das, du bist nicht schön. Okay. Okay, also es ich sehe ja nur meine Füße, die sehen wirklich nicht schön aus. Du hast, du bist halt ein kleines Mädchen, hast ein weißes Kleid an, so ein bisschen verlockert. Das sehe und, ich auch, ja. Guckst immer leicht nach unten und hast lange schwarze Haare. Einfach, also, die einfach nur so runter. Also das typische. Ja. Der Fluch. Ja. Das typische, das möchte ich nicht erkennen. Das möchte ich nicht sehen nachts. Aber die Haare hängen nicht vom Gesicht, oder? Keine Ahnung. Ich versuche mal wegzureden. Doch, leicht. Die hängen leicht, leicht vorm Gesicht. Okay. Und du guckst nach unten, hältst die Arme ganz unten steif und wolltest ganz wieder so nach vorne. Du teleportierst du doch eh gleich, du Nase. Nein! Oh, Jumpscare, genau jetzt! Wo dein Charakter genau. Das war sein, dein Gesicht, was jetzt genau vor mir aufgetaucht ist. Es ist immer von random einen der Charakter. Das will man einfach nicht sehen. Ich hab ihn ausgetrickst. Jetzt muss ich hier. Ich komm zu dir gerannt! Es kann nicht sein, dass wir so den Schlüssel übersehen haben. Ja, ganz gemütlich macht sie durchs Haus. Meldest, du musst bedenken, bei dir sind Räume offen, wo wir noch gar nicht rein können. Ja, das ist klar, aber irgendwie kann ich, bin ich auch manchmal in Räumen, wo zu und Türen sind, ich kann die gar nicht öffnen. Okay. Das kann sein, vielleicht, dass das das Ende ist und oder dass es in dem Teil, also in der Session gar nicht vorkommt. Vielleicht werden gar nicht alle Türen gebraucht. Sag ich einfach mal, um eine Runde zu beenden. Wie gesagt, ich muss wirklich nur. Geh weg von mir! Turvain! Du siehst mich nicht! Sei ehrlich! Was denn? Hast du einen Rückspiegel? Läufst du hinter mir her oder was? Ich dachte so, weil er so gelacht hat, er weiß das. Das. Ach komm. Jetzt stell dich deinem. Ich hab keine Taschenlampe mehr. Du. Ah nein. Ist er wieder. Wo ist der Tisch? Ich brauch einen Tisch. Ich brauch einen Tisch. Jetzt teleportier diese. Oh, ich bin teleportiert. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja blöd, ey. Dann teleportier dich doch ein paar Mal, bis du wieder da bist. Ach stimmt, ja, man kann sich auch ducken. Das heißt, man könnte auch irgendwo. Nun bin ich mir jetzt das erste Mal gekommen. Aber irgendwie hat er mal rumgedreht. Hat dich gesehen. So, weil du dich umgedreht hast. Oh Mann, die Gesichter, es ist so super schlimm, ey. Holt ihn euch. Ey, das wird bestimmt wieder so doof sein. Das Rätselslösung war bestimmt wieder direkt vor meiner Nase. Kriegt ihr das dann noch? Kriegst du, erfährst du das dann noch? Nee, ne? Leider wenn nicht. Wenn du tot bist gleich? Nein. Mm-mm. Ja, es ist halt wirklich wieder ein Gegenstand, den ich wohl übersehen habe irgendwo. Weißt du, was ich meine? Also ich habe so, und der war, ich bin bestimmt schon 100 Mal dran vorbeigelaufen. Vielleicht hat auch ein Zuschauer was gesehen. So, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, eigentlich muss ein Schlüssel im Speiseraum liegen. Aber ja, ich glaube, wir hatten da schon alles durchgeguckt. Ich weiß auch gar nicht, wo du deinen Schlüssel her hattest, Krabs. Den habe ich auf dem Billardtisch gefunden. Hab meinen gefunden, ja. Das ist so dumm eigentlich. Und den hätte man viel früher finden müssen. Wo war der? Im Speiseraum auf einem der Tische. So, das ist ja, so. Aber da hatten wir gerade so Panik. Ja, ja, aber eigentlich, ne, das ist ja das, was er halt nicht haben darf, weil so viel gibt's ja nicht. Er kann ja nicht so viel versteckt sein. Das ist eigentlich möglich. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt auf dem Weg nach draußen. Ich sehe da schon das Auto, was mich abholt. Da ist die Polizei. Die machen dich fertig, Manus. Die sperren dich hier wieder ein.
kommen gleich und verhaften dich. Aber jetzt dürfte es eigentlich schnell gehen. Was war das? Warst du das? Nein! Nein! Oh. Oh. Bleib stehen! Du bist nicht hinter mir! Doch! Nein! Nein, bist du nicht! Doch! Alter, war das knapp! Das war du krass. Hast irgendeine Tür aufgemacht, ne? Boah, hab ich mich erschrocken! Ist das gleich zu Ende? Ohne Witz, ich will gar nicht so lange überleben. Ich will diese Jumpscares nicht sehen. Das ist krass. Mit meinem Alter bin ich doch ein Herzinfarkt. Alter, jetzt geht ja noch so eine Jukebox an, die den Sender so die ganze Zeit wechselt. Und da noch ein Jumpscare hier. Volltreffer! Der war krass. Hallo! Hau doch ab, Mann! Ich hab die Crowbar! Ich komm hier raus! Richtig, oder? Du kommst dann nicht raus? Doch, ich komm raus. Bist du? Geht dich gar nichts an. Komm, Mary, streng dich an. Da. Ach ja, schon hier. Lad ja schon auf, wo, gleich geht's los. Wo ist noch ein abgesperrter Raum gewesen? Gleich geht's los. Ich bin gleich draußen. Du bist gleich befreit, ja, so kann man es nennen. Nee, draußen. Die Hände haben mich. Ich häng drin. Hast du dich gerade in der einen Runde genau auf mich drauf teleportiert? Oh Gott. Hast du dich genau auf mich teleportiert? Ja, ja. Das eine Mal volles Rohr. Der war nicht schlecht. Das ist echt ein gutes. Man muss sagen, die Atmosphäre in dem Spiel ist fantastisch. Also es kann echt super Spaß machen mit Freunden. Man müsste nur schauen, das haben wir zwar verkackt, aber wir haben es, ich schicke euch ja die Aufnahme rum, den Spectator-Modus anzumachen, dass ihr dieselbe Sicht dann haltet, wenn ihr tot seid wie ich. Aber ich schicke euch ja in dem Fall die Aufnahme. Aber das Freunden ist... kann doch Spaß machen. Oh ja. Oh, ein Metallschlüssel. Ne, mal wirklich, wenn man das mit Kollegen spielt, das kann echt super witzig sein. Ja, auf jeden Fall. Endlich hat Dado den Schlüssel zu Marys Keuschheitsgürtel gefunden. Oh ja. Yeah. Wofür brauche ich den auf wohl? Den Billard. Och, oh, hau nee, doch ab, ey, hau doch ab. Hatten wir nicht gerade, dass es ein Kind ist? Die ist eher... Ja, stimmt. Ja, aber die ist ja schon lange tot. Ja, ja, und? Was ist jetzt nicht besser macht, ich weiß. Und Pedobär-Alarm, oh mein Gott. Die Lampe. Und jetzt? Nee, also Nekrobär. Der sieht dein Kopf. Nekrobär ist das. Ich musste aber vorbei, Mary. Die teleportiert sich eh gleich weg. Ja, teleportiert. Ah! Oh, Jumpscare. Oh. Nicht umrennen, nicht umrennen. Der kriegt mich nicht. Der McMahon, das kriegt mich nicht. Oh, das kann nicht sein. Wieso überrennt der dich nicht? Weil ich ausweich. Nein, ich war so voll krass an dir dran. Das gibt's gar nicht. Ich war so richtig krass an dir dran. Yeah. Muss man denn tatsächlich noch irgendwas drücken? Was hast du denn bei den anderen gemacht? Ja, eigentlich nichts. Wir sind einfach vor Schockstarre. Ja. Eigentlich sind wir gar nicht tot, deswegen können wir auch nicht spectaten. Wir sind nur in so einer Schockstarre. Wir brauchen ein Glas Milch. Glas warme Milch. Und einen Keks, genau. Und eine Decke, die man sich runter buckeln kann. Ja. Dann von Kamin. Neuer Raum, neuer Schlüssel. Oh Gott, ich kann's wirklich schaffen. Ich bin ganz zuversichtlich, komm hier raus. Es gibt nur noch zwei Räume, wo ich nicht war. Das unfähigste Monster ever bin. Es gibt nur noch zwei Räume, wo ich nicht war. Ja, dann warte ich in dem einen. Also in dem hier war es auf jeden Fall noch nicht. Oh, der ist echt düster. Der ist gruselig. Nee, das ist der Ausgang. Die Haustür. Die besuche ich jetzt. Ja, das glaube ich nicht. Du siehst mich nicht. Davon? Nein. Du bist nicht gerade durch so einen Raum gelaufen, wo ganz viele Regale stehen? Nee. Nee, und so Fliesen auf dem Fußboden? Auch nicht. Dann
Ist ja noch jemand. Wohl noch jemand. Ja, solltest du mal aufpassen. Ja. Jetzt kriegst du Main ist die Jumpscares. Nein. Nein. Komm schon, in welche Dreckstür ist es? Komm, die muss es sein. Nein, hier hinten ist noch eine. Komm zurück. Nein, nein, nein. Das Problem ist, du hast recht, es gibt da noch eine. Aber da bist du nicht. Da bist du nicht, da bist du nicht. Jetzt geh ja auf, sonst bin ich am Arsch. Fledermäuse haben wir auch hier in dem Haus. Das kann nicht sein. Warst du schon in einem Raum mit ganz vielen Schränken? Ja, Regale, ne? Ne, Schränke, richtige Schränke, so Kommoden. Ganz viele stehen da drin. Ich glaube, da war es ja auch noch nicht. Oh, diese Jumpscare-Gesichter. Der Raum ist auf. Es muss die Tür sein. Es gibt keine Tür mehr. Es muss jetzt aufgehen. Und es ist richtig. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Wie sieht denn der Raum jetzt aus? Wir sitzen im Raum mit den vielen Schränken. Zwei große Regale. Nein, nein. Ja, ja, zwei große Regale, ne? Und ganz viele Schränke. Was ist das für ein Kackraum? Ja, das ist schön. Nein, du musst andersrum. Halt die Schnauze. Das ist nicht sein Ernst! Nein! Du bist andersrum. Oh, ich bin. Ah, hier ist ein Ausgang. Was? Ach, das kann doch nicht sein. Nun wart halt. Bin da nicht die Schnellste. Ich hab gelogen, lass mich in Ruhe! Dein Ernst? Ausgetrickst! Man kann jeden einzelnen Schrank aufmachen! Ja super, wie soll ich denn den Ausgang finden? Muss jeden Schrank öffnen! Ach komm! Gleich geht's los! Du bist in die Folge. In welchem Schrank ist der Schlüssel? Du siehst doch da rein, oder? Jetzt hat er. Du bist raus, er ist raus teleportiert. Das oh Gott. Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, er backt rum. Nein. Oh. 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 Gott. Gott sei Dank. Boah. Endlich. Also, ey. Wenn ihr Monster seid, ihr müsst die Maustaste spammen, weil dann schlägt ihr mit den Händen zu. Ja, okay, dann musst du wohl einen angreifen. Also die linke Maustaste. Boah, mein Gott, wow. Leute. Nice. Ihr müsst euch damn unbedingt mal anschauen, wenn ihr da zwei, drei Kollegen habt, mit denen ihr das zocken könnt. Holt euch das Vierer-Paket, das lohnt sich wirklich. Der Link zu Steam ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ganz normaler Steam Workshop-Link bzw. Steam Store-Link. Schaut unbedingt mal bei Manus, Krabs und Shigo rein, wie die beiden gestorben sind und oder getötet wurden. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao. Tschüss.